Erster Dreier für Mamma Mia. 2. Los Angeles, deutsche Presseagentur, minus der erste Dreier für das Filmmusical Mamma Mia. Hervego Again gibt 7 Monate vor dem Kinostart-Rätsel auf. Der Videoclip für die Fortsetzung des ABBA-Kino-Hits Mamma Mia von 2008 legt nahe, dass die von Meryl Streep gespielte Hauptfigur, Donna, nicht mehr am Leben ist. Haben sie Meryl getötet? Fragten sich Fans im Netz. Als Hauptfigur ist Donnas Tochter Sophie, Amanda Seyfried, zu sehen, die schwanger ist. Mit dabei sind auch wieder Pierce Brosnan, Colin Firth und Stellan Skarsgård, die in dem Originalfilm Donnas Ex-Freunde und damit die potenziellen Väter von Sophie spielten. Streep, die in Mamma Mia mit emotionalen Gesangseinlagen überraschte, kommt in dem Dreier nur kurz vor. Die Fortsetzung erzählt die Vorgeschichte der jungen Donna, gespielt von Lily James Baby Driver, minus wie sie auf einer griechischen Insel 3 Liebschaften hat, wie Sophie auf die Welt kommt. Popstar Kat taucht in dem Dreier mit platinblonder Perücke als Sophies Großmutter auf. Die erste Kinoversion des ABBA-Musicals wurde von der Britin Phyllida Lloyd inszeniert. Bei der Fortsetzung führt Drehbuchautor Ulpar Kate Best Exotic Marigold Hotel Regie. Der Kinostart ist für Mitte Juli geplant.